Man hat sich, glaube ich, für das Spiel heute mehr vorgenommen. Wie bitter ist es dann am Schluss, kurz vor Schluss, das 1 bzw. 2 nur noch zu bekommen? Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit relativ ängstlich gespielt haben und nicht das gezeigt haben, was wir eigentlich im Heimspiel zeigen müssen. Zweite Halbzeit war es dann wesentlich besser, waren wir wesentlich besser im Spiel, hatten auch, sage ich mal, keine klaren Torschancen, aber man hatte das Gefühl von außen, dass wir einfach in der Lage waren, Torschancen zu kreieren. Dann, dass wir dann ja, das 1 und 2-0 in der 85. und keine Nachspielzeit bekommen, sehr ärgerlich, weil so ist erstens Groß Asbach rangekommen und zweitens ist die Stimmung hier, ja, wie wir im Keller. Man hat wirklich erste Halbzeit gemerkt, als wenn ihr ein bisschen Respekt oder Angst hattet. Viele Laufwege waren falsch, viele Fehlabspieler. Hatte man schon ein bisschen Angst vor dem Spiel, in das Spiel reinzugehen? Ja, eigentlich hatten wir keinen Grund dazu. Wir hatten zu Hause gegen Wiesbaden vor 2 Wochen hier gewonnen, haben in Regensburg einen Punkt geholt und hatten jetzt Groß Asbach zu Hause vor der Brust. Deshalb ja, ist Angst auf jeden Fall der falsche Begleiter gewesen. Und ja, mein Gott, Kopf frei kriegen und weitermachen. Aber wie doll du das jetzt so nach dem Spiel weh, wenn man jetzt auch die Fans hört, wie sie jetzt langsam unzufrieden werden? Ja, schön ist das nicht. Ich sag mal so, im Fußball ist es oft so, wenn man nicht da steht, wo man eigentlich stehen hätte sollen, dass dann Unzufriedenheit herrscht im gesamten Umfeld, das ist logisch. Aber wir müssen ruhig bleiben und ja, 2 Wochen geht's weiter in Mainz. Okay, dann danke ich, dass du nochmal Zeit genommen hast. Man sieht es dir und auch der ganzen Mannschaft an, wie enttäuscht man nach so einem Spiel ist. Warum bekommt man kurz vor Schluss noch das 1 bzw. 2-0? Ja, ich sag mal, das 2-0 ist letztendlich scheißegal. Aber natürlich darf es uns nicht passieren, kurz vor Schluss eine Standardsituation, ein Gegentor zu bekommen. Ich denke, wir sind ganz, ganz schwer ins Spiel reingekommen, sehr, sehr verunsichert. Warum das so ist, kann ich mir selber nicht so wirklich erklären. Aber ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit vieles besser gemacht haben, aber nicht die nötige Durchschlagskraft dann auch gehabt haben, um was Zählbares bei rauszuholen. Ja, und natürlich das 1-0, das darf uns einfach nicht passieren. Da müssen wir so konzentriert sein, dass wir da die Abwehrsituation besser klären können. Liegt es vielleicht auch daran, dass gerade viele Verletzte sind, es musste wieder umgestellt werden, dass das vielleicht auch noch so ein kleiner Negativtrend bei uns dann ist, dass es dann am Schluss nicht reicht für uns? Ja, wir haben ja, glaube ich, die ganze Saison schon immer wieder mit den Umstellungen zu kämpfen. Das soll keine Ausrede sein. Wir haben, denke ich, trotzdem 11 wirklich gute Spieler auf dem Platz oder noch welche auf der Bank sitzen, die auch den Anspruch haben, dritte Liga zu spielen. Von daher ist das, glaube ich, kein Alibi. Letztendlich ist es eine Konzentrationssache, ob man dann in der 86. oder 87. Minute noch mal so nah bei seinem Mann ist, um ein Gegentor zu verhindern. Jetzt ist natürlich das passiert, was man nicht wollte. Wir stecken hinten drin. Ist es natürlich jetzt, wie kommt man wieder raus? Wie geht man jetzt die nächsten Wochen an? Ja, erstmal müssen wir was für unser Selbstvertrauen tun. Wir müssen einfach als Mannschaft wieder näher zusammenrücken, so wie wir das in der Woche vor dem Wien-Spiel auch getan haben und dann einfach weiter an uns arbeiten und auch verstehen, dass wir nur als Team erfolgreich sein können, wenn jeder 110% reinhaut. Und ich denke, das Wien-Spiel hat auch gezeigt, dass wie gut es sich anfühlt, wenn alle mitmachen, wenn einer für den anderen da ist und wie es ist, Spiele zu gewinnen, vor allen Dingen zu Hause. Und ja, dieses Gefühl, das müssen wir versuchen, alle 14 Tage zu Hause abzurufen, indem wir zumindest die elementaren Dinge einfach in jedes Spiel reinwerfen. Okay, dann heißt es jetzt nur noch Kopf hoch, Knie abwischen und weiter geht's. Es geht immer weiter im Fußball. Genau. Danke dir. Gerne. Tja, was kann man so kurz nach dem Spiel schon sagen? Mal eine kurze Einschätzung zu dem Spiel überhaupt? Ja, eine kurze Einschätzung. Natürlich ist erstmal die in erster Linie eine sehr, sehr große Enttäuschung da nach dieser Heimniederlage gegen Groß Asbach. Wo wir es in der ersten Halbzeit für meine Begriffe nicht geschafft haben, sagen wir mal, dort anzuknüpfen, was wir gegen Wien Wiesbaden sehr, sehr gut gemacht haben. Haben in der zweiten Halbzeit, denke ich, schon versucht, aktiver zu sein. Sah in der Summe dann auch, sagen wir mal, agiler aus, hatten teilweise die Groß Asbacher auch in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt, ohne dass wir jetzt ganz, ganz große, klare Chancen rausgespielt haben. Aber die eine oder andere torgefährliche Situation war trotzdem da. In der Summe haben wir einfach zu viele Standards in der eigenen Hälfte produziert, wo man gesehen hat, dass die Groß Asbacher die natürlich auch sehr gut schlagen können. Und aus so einer Standardsituation ist ja dann noch in der 87. Minute das 0-1 gefallen, was natürlich sehr, sehr bitter ist und auch wehtut. Man hat gerade erste Halbzeit gemerkt, viele Laufwege haben nicht gestimmt, viele Fehlabspiele. War vor dem Spiel schon ein bisschen Angst zu spüren oder war es jetzt durch die vielen Umstellungen wegen den Verletzten, dass es am Anfang nicht so gelaufen ist? Ja, Angst war nicht zu spüren, aber in der ersten Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass der eine oder andere, sagen wir mal, durch auch eine misslungene Aktion, die ja in der ersten Halbzeit da war, Fehlpässe haben wir gespielt, sich dann auch hat ein kleines bisschen verunsichern lassen. Aber ich denke, das haben wir
zumindest zu Beginn der zweiten Halbzeit versucht abzustellen. Ist uns einigermaßen gelungen, aber wie gesagt, am Ende haben wir die Durchschlagskraft nicht gehabt, konnten uns vorn, sagen wir, nicht in der Form durchsetzen, dass wir zumindest ein Tor dort erzwungen haben und waren bei einer Standardsituation unaufmerksam. Jetzt ist es ja auch noch so, dass wir auch noch ein bisschen Pech haben. Man kann auch mal schnell für uns einen Elfmeter bekommen. 2 Minuten später fällt das 1-0. Das ist natürlich auch bitter. Ist es, weil mir jetzt vielleicht auch schon hinten mit drin steht, dass das Glück auch ein bisschen fehlt? Na, keine Ahnung. So unmittelbar nach dem Spiel ist es immer schwierig. Und will ich jetzt auch nicht anfangen mit Glück und Pech. Aber es war schon eine Situation, wo hier dem Groß-Asbacher Spieler sicher unglücklich der Ball vielleicht sogar an die Hand gesprungen ist. Aber auf der anderen Seite muss man bei so einer Standardsituation dann auch besser verteidigen, muss dran sein. Und das ist uns nicht gelungen. Dann hast du zwar vorne trotzdem keins gemacht, aber es steht 0-0 am Ende. Jetzt steckt man doch hinten drin, was wir gar nicht wollten. Wie geht man da die nächsten Wochen an? Wie geht es jetzt weiter, dass man da hinten wieder rauskommt? Wie bekommt man die Köpfe wieder klar? Ja, es war ja vor 3 Wochen eine ähnliche Situation. Da hatten wir eine Serie auch von 3 Spielen, wo wir nicht gewonnen haben. Das ist immer sehr, sehr bitter, tut weh. Wichtig ist, dass sag mal, jeder sehr, sehr kritisch mit sich umgeht. Auch sich hinterfragt, was er hätte besser machen können heute. Und dann in den nächsten Tagen, Wochen einfach im Training alles gibt, um natürlich dann auch die notwendigen Punkte zu holen. Dass es schwieriger ist, wenn man hinten drin steht, ist eine normale Sache. Haben wir irgendwie jedes Jahr auch in einer gewissen Art und Weise gemerkt und gespürt. Na, dann hoffen wir, dass die nächsten Wochen wieder besser werden, dass vor Weihnachten noch ein paar Punkte kommen und wir vielleicht doch ein bisschen wieder rausrutschen da hinten. Dankeschön. Okay. Tja, enttäuschend groß nach so einem Spiel. Kann man schon kurz was sagen, warum am Schluss das dumme Ding noch fällt? Warum? Ja, ich meine, die waren, glaube ich, über das ganze Spiel gesehen bei Standards relativ gefährlich und das ist halt bitter, wenn es dann nur kurz vor Schluss dann noch das Gegentor fällt, gerade durch die Standard, klar. Kann man dann die Fans auch so verstehen, wie sie nach dem Spiel noch drauf waren? Klar, ich meine, wir sind auch frustriert, dass die Jungs und Mädels da frustriert sind, ist ja vollkommen legitim und ja, ich meine, müssen wir jetzt alle durch. Woran fehlt zurzeit, dass auch die ganzen Fehlabspiele so passieren, dass die Laufwege nicht stimmen? Ist das auch im Training so oder ist es hauptsächlich, dass es ein Spiel dann nicht so umgesetzt wird, wie man es die ganze Woche trainiert? Ja, eigentlich klappt es im Training ganz gut. Das ist nicht, dass man hier mit dem Gefühl reingeht, dass scheiße, die Trainingswoche war schlecht, jetzt kann eigentlich auch das Spiel nur schlecht werden. So ist es nicht und ist halt unbegreiflich und irgendwie ist sehr bitter gerade. Aber wie geht man jetzt damit um? Wie geht es auch in der Kabine weiter? Wie baut man die Jungs wieder so intern auch auf? Ja, ich meine, es nützt ja nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Also jetzt haben wir natürlich 2 Wochen Ligapause, ist vielleicht ganz gut. Müssen wir dann jetzt einen Pokal nutzen, um da wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und dann nach Mainz fahren und da die verlorenen Punkte wiederholen. Was anderes geht ja auch nicht. Was anderes, genau. Okay, ich danke dir. Gerne.